Bereits ein Jahr besteht nun schon der Adeck Frische Markt der Familie Bader in Manswörth. Grund genug, um gemeinsam mit Freunden und Kunden ein zünftiges Geburtstagsfest zu feiern. Der Adeck genannt Frischmarkt feiert ersten Geburtstag. So ist es, jawohl. Wir bedanken uns auch für die einjährige Treue bei unserer Mannschaft sowieso und für das ganze Umfeld, dass alles wunderbar geklappt hat. Ja, Sie sind mit Ihrer Mannschaft nach wie vor zufrieden. Die Manswörther sind es auf alle Fälle. Ich bin nicht zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Und höchstes Lob an die Manswörther und an die Manswörterinnen. Die haben das Geschäft sehr lange warten müssen auf das Geschäft. Aber es wird sehr gut in Anspruch genommen und wir sind sehr froh darüber. Was er geleistet hat, was er geschaffen hat, er und sein Team natürlich, die machen ja nicht nur die Nahversorgung für Manswörth, sondern da ist so viel am Programm immer wieder da. Ich denke mal, das ist ein ganz ein wichtiger sozialer Wert, der auch hier durch den Nahen Frisch in Manswörth erfüllt wird. Ich bin froh, dass viel mehr aufgegangen ist, als was wir uns vorgestellt haben. Also das ist super angekommen, wirklich die Leute kommen, sie sind begeistert, die Kaffeeecke wird angenommen. Also ganz toll. Er bietet sich auch großes Service, von der Trafik angefangen, über die Lottoannahmestelle, Postpartner, die Kaffeeecke, es ist alles da, ein richtiges Ortszentrum. Ja, das haben wir ja eigentlich wollen, dass die Manswörther wieder aus die Häuser rauskommen, ob alt und jung, sie gemeinsam hinsitzen in den Kaffeeecken und dieses Konzept ist aufgegangen, mehr wollte man nicht. Das heißt, Ihr Plan ist eigentlich voll aufgegangen. Manswörth hat wieder einen vollen Nahversorger. Die Leute sind happy. So ist es, inklusive unserer ganzen Partner, die wir haben, haben wir auch diesen Schwung aufgefangen und können somit einiges abdecken. Vor allem denke ich mir, Leute, die nicht so mobil sind, das heißt die ältere Generation vielleicht, auch junge Menschen oder wenn es ein Auto eben nur gibt in der Familie, die sind darauf angewiesen, dass in fußläufig oder mit dem Fahrrad ein Lebensmittelgeschäft vorhanden ist. Und das sind ja auch andere Dienste, die der Herr Bader mit dem Nahen Frischmarkt hier leistet. Das ist enorm wichtig und ich denke mal, Manswörth, das ist doch einige Kilometer von Schwechat entfernt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der hier vor Ort erfüllt wird. Naja, mittlerweile ist ja der Nahen Frisch-Adeck-Markt so ein bisschen das Ortszentrum geworden, Kommunikationszentrum. Man trifft sich gerne, man plaudert und besorgt nebenbei gleich seine Einkäufe. So ist es, Sie sagen es ganz richtig. Hier wird die Kommunikation noch groß geschrieben. Auch in unserer Kaffeeecke, die sehr frequentiert wird, Gott sei Dank, muss ich sagen. Noch einmal herzliches Danke an die Manswörther und Manswörterinnen. Und ja, wie gesagt, wir haben auch den Postpartner, wir haben die Postpartnerschaft, wir haben auch Lotterieannahmestelle und diverse Verkäufe. Also alles aufgegangen, alles geklappt, alles wunderbar. Daumen nach oben. Die kommen eigentlich wegen einem Einkaufen, sehen, warten, die kommen sich, setzen wir sich geschwind hin, trinken wir einen Kaffee, plaudern wir hin und wieder ein Glas Sekt da trinken. Na, perfekt, oder? Ja, man muss sich selber auch belohnen. Ja, sicher. Sektfrühstück ist schon mit drin.